bist jung und gut ausgebildet. Praktika, Auslandssemester, 3 Fremdsprachen fließend. Jetzt stehst du da, ohne Job und ohne Geld. Aber hey, du bist nicht allein. 50% der Spanier in deinem Alter sind arbeitslos. Doch im Protestcamp hast du eine sinnvolle Aufgabe. Du malst Plakate und kannst dich den ganzen Tag empören. Und auch weltweit liegt Protest voll im Trend. Ein Jahr später. Du bist immer noch gut ausgebildet, hast immer noch keine Arbeit. Doch immerhin, du bist jetzt ein richtiger Protestprofi, auch wenn dir gerade ein bisschen die Puste ausgeht. Inzwischen hast du eine neue Regierung bekommen. Und was macht die? Noch mehr sparen. Gesundheit? Glückssache. Bildung? Luxus. Zukunft? Und dein Protest? Naja, es war immerhin eine Erfahrung. Und jetzt? Kauf dir doch einen Billigflug nach Deutschland. Da brauchen sie Fachkräfte und vielleicht auch bald echte Protestprofis.